Hallo, wer bist du denn? Ja, einen schönen guten Tag. Ich bin Johannes Thiele und ich habe Weltklassik entdeckt, als ich vor 9 Jahren hier nach Ostfriesland gezogen bin, nach Emden genau genommen, und einfach auf der Suche war nach klassischen Konzerten. Dann habe ich ein Plakat entdeckt und bin dann relativ bald auch mal in den Fuhrmannshof nach Bisum gefahren. Und Hierhin. genau dort, Ja. wo du jetzt gerade sitzt, Ja. und war von Anfang an eigentlich sehr begeistert. War auch eigentlich bei einer ganzen Menge Konzerten, aber jetzt gab es ja eine größere Pause und ich glaube, es war letzten oder vorletzten Samstag, wo ich dann wieder mit einem ganz tollen Erlebnis bei dir eingestiegen bin. Da wurde vierhändig die 5. Sinfonie von Beethoven gespielt. Das war natürlich ein ganz toller Wiedereinstieg, insbesondere nachdem man jetzt auch so lange keine Live-Konzerte hatte und danach dürstete. Also ich hatte im Sommer das Glück, im Rheingau, da in einem Weingut, in einem Garten zufällig ein Streichquartett zu hören. Das war auch schon ein ganz großartiges Erlebnis. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie dieses Weingut da hieß, aber da in der Nähe von Wiesbaden. Und vorher auch schon im Sommer in Lübeck in der Marienkirche ein Orgelkonzert. Und da hat man erstmal gemerkt, dieser Unterschied, was es wirklich bedeutet, auch klassische Musik live zu hören. Denn NDR Kultur höre ich sowieso jeden Tag im Auto. Es ist also nicht so, dass ich jetzt wenig Musik höre, ne? Aber da hat doch diese ganzen Monate über sehr viel gefehlt, in dieser Live-Wahrnehmung Ja. einfach. Was genau fehlt einem da eigentlich, wenn man sonst auch im Radio oder in der Stereoanlage zu Hause das anstellen kann? Was fehlt einem bei einem? Was ist das, wenn du dieses Live-Event jetzt ein, zwei, dreimal genossen hast wieder und gesagt hast, Mensch, das hat mir gefehlt. Was war das eigentlich, was dir gefehlt hat? Ja, ich glaube, dass es sogar tatsächlich der Ton selber, die Töne selber sind einfach andere, wenn sie aus einem Instrument kommen, was gerade von einem Menschen angespielt wird, als wenn sie reproduziert werden durch ein technisches Gerät. Also so wie es ja auch was anderes wäre, wenn wir uns jetzt live gegenüber säßen. Also gut, live ist es ja, aber wenn wir uns jetzt in einem realen Raum gegenüber säßen als so. Ich weiß zwar jetzt, dass du da bist, ich höre, was du sagst, ich sehe auch dein Gesicht, aber sagen wir mal, ich spüre ja nicht, dass du da bist, sozusagen. Also die Anwesenheit eines realen Menschen, einer realen Person ist was anderes, aber natürlich auch die Erfahrung, dass da dann noch vielleicht andere Menschen sitzen und zuhören und mit dieser wunderbaren Musik mitgehen, ne? Und vor allen Dingen, dass der Künstler selber ja auch in dem Moment das erst erzeugt und nicht irgendwann mal erzeugt hat. Ich glaube, das sind die ganzen Dinge, die da eine Rolle spielen. Ja, there is so much more to it. Ich war überrascht, auch dann von den Pianisten Neuigkeiten zu hören in diesem Zusammenhang. Nicht? Die sagten, ja, und das Publikum vermisst das Publikum. Wieso vermisst du das Publikum, wenn es mal hustet oder ja? Nein, es gibt einen Dialog mit dem Publikum, sagte mir die Sofia Gyurbadamowa. Ja, sie sagte, dass die Qualität ihres Konzertes hängt davon ab, wie dieses Publikum ist, ob das, wie das da ist, wie das mitgeht, wie das, ja, ich meine, bei uns gibt es ja nun kein Schunkeln und irgendwie lustiges Mitklatschen. Insofern ist das schon, also ich finde, das hat schon esoterische Züge, ja, wenn man sagt, man merkt das, wer da sitzt und was die denken und wie die das genießen. Absolut. Also da kann man, glaube ich, noch eine ganze Menge mehr zu sagen. Also das geht ja so weit, dass ich bin zwar da jetzt Laie, aber in der Quantenphysik ist es wohl so, dass man festgestellt hat, dass Vorgänge, wenn sie beobachtet werden, anders stattfinden, als wenn sie nicht beobachtet werden. Sodass man Heisenberg? sozusagen nie etwas beobachten kann, so wie es ohne die Beobachtung stattfände. Und diese Erfahrung habe ich persönlich gemacht in meiner beruflichen Ausbildung. Also ich bin ja Lehrer und da macht man nach dem Studium das Referendariat. Das ist von allen sehr gefürchtet, sehr unangenehm.
Und zwar genau aus diesem Grunde, der damit zu tun hat. Man wird ja regelmäßig beobachtet in solchen sogenannten Unterrichtsbesuchen. Und die werden von den meisten als sehr unangenehm empfunden. Und jetzt fragt man sich, wieso, ist doch wunderbar. Da guckt einer zu und sagt dir hinterher, was du besser machen kannst. Das Besseres gibt es doch gar nicht, ne? Und ich habe dann gemerkt, es liegt daran, dass sehr viele von diesen Ausbildern mit einer sehr negativen Einstellung da hinten sitzen, auch eigentlich nur auf Fehlersuche sind, ja, weil sie selber so ausgebildet, ja, wurden, weil das Prinzip des Bildungssystems fußt immer noch sehr stark auf dem Prinzip der Korrektur, ja, anstatt zu eigenständigem kreativen Handeln anzuregen, mhm, und zu sagen, probier doch mal und das war gut und jetzt probierst du es noch mal besser, ist ganz stark diese Fehlersuche. Ja. Und du merkst, da hinten sitzt einer drin, der guckt jetzt auf jede Handbewegung, auf jeden Satz, den du sagst, wo der Fehler ist, schreibt sich das auf und macht dich hinterher anderthalb Stunden lang fertig. Und du denkst, du kannst diesen Beruf auf gar keinen Fall ausüben. Ja. In Wirklichkeit hat er das nur als seine Aufgabe betrachtet, das Negative zu finden. Mhm. Und deswegen werden die Stunden dann ganz oft auch viel schlechter als die normalen. Mhm. Und ich würde ganz klar sagen, das ist jetzt genau das Negativbild zu diesem, was wir über Konzerte gesagt haben. Mhm. Dieser Ausbilder, dieser Lehrerausbilder, die nennen sich Fachleiter übrigens, der wird nie meinen Unterricht sehen, wie er wirklich ist. Genau, ja. Genau. Deswegen, ich hatte eine ganze Reihe. Wenn du das esoterisch bezeichnet hast, ja, ne, so könnte man es auch nennen. Da, ja, das hat viele Facetten. Was in dem Zwischenspiel von diesen Personen. Ja, das hat sehr, sehr viele Facetten. Warum ist das Gefühl anders? Die Pianistin hat das Gefühl, es ist viel besser, wenn Publikum da ist. Ja? Warum? Ja, genau. Weil die sind ja alle ganz positiv, die freuen sich, die denken, ja, was für ein großartiger Künstler, das werde ich niemals können, ja, was sie da macht und was für ein Geschenk. Ja. Und schon gibt ihr das ganz viel Energie, genau, und sie wird wahrscheinlich unter Umständen noch besser als sonst. Ja, also diese Voreinstellung scheint einen großen Unterschied zu machen, nicht? Ich, genau, hatte natürlich, wie du dir vorstellen kannst, mit vielen Pianisten und auch Professoren gesprochen und eben auch Lehrern, ja, die Klavier auch unterrichten im Rahmen dieser Classic YouTube-Reihe, und da gab es auch einen Ansatz, der hat mir sehr schön gefallen. Da gibt es dann diesen Lehrer, der hört zu und sagt, irgendetwas wird positiv gewesen sein. Ja, also das ist das, mit dem er bei so einem Kindchen zum Beispiel, ja, zuhört, mit dieser Voreinstellung und sagt, irgendwas werde ich jetzt loben können. Und wenn es dann nur ist, wie er da gesessen hat, mit welcher Haltung. Ja, ja. Und dann blühen die Kinder auf. Die Kinder, also das kann man auch in der Schule durchaus ausprobieren, ja, wenn man das auch, obwohl man ja auch da korrigieren muss, schon von der Vorschrift her, aber wenn man im Unterricht eher mit dieser Haltung angeht, leisten die Kinder mehr. Ganz klar. Ja. Wann das eine, wann das andere, Johannes? Wann ist es sinnvoll, diese motivatorische, ich sag mal, Stärkensuche und Anerkennung zu suchen, zu betreiben? Wann muss man korrigieren? Kann man das grundsätzlich sagen? Ja, also wenn man jetzt merkt, jemand ist sehr selbstbewusst unterwegs und weiß auch ganz gut, was er oder sie will, und es läuft schon vieles gut, und da sind jetzt noch bestimmte Punkte, da müsste man mal ran, dann kann man das ja auch wirklich mal ganz explizit nennen. Mhm. Aber grundsätzlich, das ist sogar empirisch erforscht worden von amerikanischen Pädagogen, Wissenschaftlern, dass durch das Verstärken dessen, was gut war, mhm, die Leute viel schneller sich verbessern und die Fehler, das Negative dann sozusagen wie abfällt mit, ja, der Zeit, ja? Ja. Ohne dass man das sogar benennt. Ja, ich kenne das ähnlich eigentlich aus der Werbung, ja? Dass man etwas Positives bewirbt eine Grundfunktion eines Produktes oder so, und dass die, ich sag mal, die anderen Eigenschaften, die da dranhängen, also weniger gesehen werden und auch weniger ja, produziert werden. Also es ist eigentlich das gleiche Phänomen. Das ist so, wie soll ich sagen, das ist so, wenn man sagt,
Lass uns nach Westen ziehen, ja, dann gibt es doch wenige, die sich irgendwie umdrehen und sagen, aber da ist doch Osten auch noch oder so, sondern lass uns nach Westen ziehen, ist so eine Richtung, nicht? Und wenn das dann die gute Richtung ist, dann geht man auch da mit und lässt andere Sachen, wie man so sagt, hinter sich, nicht? Das ist, glaube ich, schon eine Methode, ja. Ja, jetzt hast du uns noch gar nicht verraten, was für ein Lehrer du gerade bist. Also, weil es kennen dich natürlich einige, die sich jetzt dieses Interview ansehen, vielleicht von deinen Kollegen, vielleicht Schüler, vielleicht Freunde, aber es gibt ja auch viele, die sind ganz woanders und die wissen weder, wo du bist, noch in welchen Fächern du zu Hause bist. Also ich bin ja in Ostfriesland, wie du auch, an einem Gymnasium tätig, an einem sehr guten Gymnasium, wie ich finde. Ich nenne es jetzt mal nicht, weil ich hier nur als Privatperson auftreten möchte. Und ich unterrichte Deutsch, Kunst, Russisch und Philosophie, was sich in der Schule dann Werte und Normen nennt. Das sind meine Fächer. Ist ja ein wunderbarer Blumenstrauß. Da könnte man ja über jedes einzelne Thema jetzt Ja. philosophieren. Warum heißt die Philosophie jetzt Werte und Normen? Was ist Ja, passiert? das hat jetzt mehr so schulpolitische Gründe. Also das ist ein Ersatz für Religion, für diejenigen Schüler, die aus Bekenntnisgründen oder irgendwelchen anderen Gründen keinen Religionsunterricht besuchen möchten, aber dann eben verpflichtend einen Ersatz brauchen vom Schulsystem her. Und das, ja, man könnte das auch, in manchen Bundesländern heißt das Ethik, in Nordrhein-Westfalen heißt es praktische Philosophie. Also es geht, glaube ich, einfach darum zu vermitteln, dass es sowas wie Werte gibt und dass man die auch braucht, um zu leben und vor allen Dingen auch in einer Gesellschaft zu leben. Und das sind natürlich Dinge, die einerseits die Religion ganz stark vermitteln, immer schon vermittelt haben. Und wenn man aber sich da jetzt nirgendwo zugehörig fühlt oder das einfach in allgemeiner Weise sich damit beschäftigen will, dann hat man eben das Recht, einfach Werte und Normen zu wählen. Aha, gut. Gibt es denn da, ich denke da so an die Vergangenheit, da gab es dann irgendwie Religion und dann gab es irgendwie 10 Gebote, die haben irgendwie auch alle gelernt, damals, als ich klein war, Ja. das ist also sehr, sehr lange her. Und dann denke ich mir manchmal, puh, nicht, also in Kirchen weniger, Religionsunterricht weniger. Lernt man denn in Werte und Normen die gleichen Werte? Ich würde sagen, schon. Also was da dann tatsächlich an Werten vermittelt wird, kommt denjenigen, die man so im Christentum, Altes, Neues Testament auch vermittelt, schon sehr, sehr nahe, ne? Also beispielsweise Menschenrechte, ne? Wenn man sich die Menschenrechte anguckt, wie sie zum Beispiel von der UNO formuliert werden oder im Grundgesetz auch ja, sehr gut formuliert werden, die basieren oder die decken sich im Wesentlichen auch mit christlichen Werten, muss man ganz klar sagen. Also ich denke da so an Versuche. Ich glaube, da gab es einen Professor Küng, der Ja. versucht hat, Stiftung Weltethos oder so, diese ganzen Weltreligionen so übereinander zu legen und zu gucken, wo ist da Mengenlehre, ja, wo ist da so eine gemeinsame Klammer. Und die Sachen, die da rauskamen, waren ja auch erfrischend kurz, die man so schön vermitteln kann. Ich glaube, es war hauptsächlich die Nächstenliebe, die in allen 7 Weltreligionen zu finden waren. Aber wie ist das jetzt mit diesen Werte und Normen? Gibt es da auch so einen Kanon oder gibt es da eine Packung, wo alles drin ist, so wie bei den 10 Geboten? Gibt es da irgendwas Kompaktes, wo du sagst, ja, wenn du das studiert hast, wenn du das gelernt hast in der Schule, dann teilst du auch unseren allgemeinen Wertestandard? Also so klingt der Titel des Faches ja ein bisschen, ne? Werte Ja, und Normen, als ja. würde man da jetzt wirklich so einen festen Kanon vermitteln, aber Ja. das ist Gott sei Dank dann doch nicht so. Das wäre vielleicht dann doch auch ein bisschen problematisch. Selbst in Religion ist es ja heute so, dass man eigentlich nur Angebote zur Verfügung stellt. Man sagt ja Okay. jetzt in so einer freiheitlichen Demokratie nicht, ihr müsst alle an genau diese Werte glauben oder die verinnerlichen, sondern man versucht die ja eigentlich so dem selbstständigen Denken nahezubringen, sodass die Schüler und Schülerinnen, die dann eigentlich
übernehmen wollen oder auch vielleicht selber eine Auswahl treffen. Ne? Genau wie ja heute eben die Religionsfreiheit, ist ja auch übrigens ein Grundrecht, eine ganz große Rolle spielt und es ja eine ganz große Diskussion ist, auch in den Wissenschaften und in der Politik, dass man da eben nicht diskriminiert und alles ist gleichwertig und so. Das ist ja gerade ein riesiger Diskurs, ja, der auch zu Kontroversen führt. Aber der Kern ist, glaube ich, dass man von diesen Gruppen- oder Lagerdenken weg will und eigentlich erkennen will, jeder Mensch ist ein Individuum, hat gleiche Rechte und kann sich auch religiös orientieren, wie er oder sie will. Ne? Und in dem Sinne ist das Fach, glaube ich, zu verstehen. Aber man beschäftigt sich natürlich schon mit so Dingen wie, ja, wie funktioniert eine Gesellschaft, ne? Oder aber auch, wie funktioniert Erkenntnis, Erkenntnistheorie. Mhm. Das spielt auch eine Rolle. Und dann werden einfach schon die verschiedenen Hauptpositionen der Philosophiegeschichte dargestellt. Und das ist, die widersprechen sich ja auch. Ne? Also ja. Ja, widersprechen sich und was mir kommt es oft in letzter Zeit gerade vor, als würde man doch mehr über die Dosis reden müssen. Ja, das sind dann so immer so Extreme und also Beispiel Toleranz, denke ich mal, wird ja auch etwas sein, was besprochen wird in deinem Unterricht. Und da gibt es ja, dann Menschen, die sagen, ja, nicht, das ist Toleranz, ist wichtig. Ich weiß das noch, mein Vater sagte immer, Kinder, Toleranz, Toleranz. Ja, der hat das also richtig gepredigt. Und dann gibt es natürlich auch heutige Leute, die sagen, es gibt doch auch eine Grenze der Toleranz. Also ich kann ja nicht den tolerieren, der mir schadet, so jetzt als Idee. Ja? Und das ist dann auch richtig. Und dann kommt es doch eigentlich immer wieder auf den Schieberegler an. Ja? Wie viel Toleranz brauchen wir denn? Und wo ist sie eben dann zu viel oder zu wenig? Ja, es gibt ja da so eine ganz schöne, relativ einfache Grundregel, nicht? Die Freiheit hört da auf, wo die Freiheit des anderen eingeschränkt wird. Ne? Ja. Und das ist natürlich ein ständiger Verhandlungsprozess, dessen Folge eigentlich der Rechtsstaat ist. Ja. Wo das dann durch Gesetze festgelegt wird, erstmal durch eine Verfassung und dann durch Gesetze, die dann das in einzelnen Lebensbereichen mit jeweiligen Gesetzen regeln. Wie kann man das austarieren, dass jeder möglichst viel Freiheit hat und in seinen Freiheiten toleriert wird. Und da, wo er natürlich dann andere komplett mit seinen Freiheiten einschränken würde, da ist dann Schluss. Ja. Ne? Und dafür ist es, glaube ich, ganz wichtig, ein funktionierendes Rechtssystem zu haben. Ja, was übrigens auch, ich hatte es jetzt gerade, weil ja 3. Oktober war, nicht? Da Einigkeit und Recht und Freiheit, kommt ja das Recht in Frankreich, Egalité, Liberté, Fraternité, kommt ja die dieses Thema Recht nicht vor, nicht? Dass also schon in diesen drei Worten eigentlich zwischen zwei Ländern so ein, wie soll ich sagen, richtungsführender Unterschied sich finden kann, nicht? Das ist einem früher vielleicht nicht so aufgefallen, aber das fand ich jetzt gerade am 3. Oktober dann interessant. Ja, wobei ich würde da schon eine Verbindung ziehen zwischen den beiden mittleren Begriffen, nämlich Recht und Gleichheit, also das Egalité und Recht, ne? Dass eigentlich Gleichheit wirklich das Prinzip ist, was primär im ganzen Rechtsbereich gelten muss. Ne? Also Gleichheit vor dem Recht. Bitte? Gleichheit vor dem Recht. Genau, ja, wenn das Rechtssystem ja, das wenn man nicht so garantieren versteht, kann, ja, dann hat man das Gefühl, es ist kein funktionierender Rechtsstaat. Während dieses, ja im Deutsch Einigkeit oder noch Fraternität, Geschwisterlichkeit, Solidarität, was auch immer, ja, das geht natürlich, das müsste wahrscheinlich im Idealfall, aber da könnte es sein, dass wir uns da gar nicht einig sind, im Wirtschaftsleben eine Rolle spielen. Also ich finde, für dieses Thema sollten wir uns nochmal getrennt verabreden. Genau, da machen wir gerne nochmal eine Stunde. Aber in einem Punkt könnten wir uns einigen, nämlich dass das Freiheitsprinzip oder Liberté, dass das auf jeden Fall für den Kulturbereich in Anspruch zu nehmen ist. Also da würde ich keinerlei staatlichen
Eingriff dulden. Also die Liberté, denke ich, ist schon sehr schön definiert, so wie du das eben gesagt hast, ja, dass sie bis dahin führt, wo sie den anderen nicht einschränkt. Also wenn beispielsweise, wenn jetzt an meinem Haus ein Auto vorbeifährt mit dieser heute üblichen Musik, ja, dann sage ich mal, ist das ja auch seine Freiheit, da vorbeizufahren. Ja. Meine Freiheit ist, dass ich das nicht hören muss und das kann zum Grenzfall werden. Nicht? Und da ist wieder die Dosis gefragt. Wie lange kann der da diese Musik machen, bevor ich rausgehen kann und sage, stop it. Ja, das, das wäre klassischer Fall. Eine rechtliche Situation, weil der einfach stört. Ja. Aber wenn jetzt einer käme und dir sagen würde, okay, du darfst jetzt Bach, Mozart, Beethoven darfst du noch spielen, aber alles danach, Schubert, Wagner und Bruckner, das ist ab jetzt verboten, ja, weil das gefällt dem Staat nicht mehr. Also ja, da wären wir uns, glaube ich, einig. Da sind wir uns einig. Ja, ja, da sind wir uns einig. Wir sind uns wahrscheinlich auch einig, wenn wir überlegen, dass Egalität und das Fraternité und was war das eben bei uns, Einigkeit, dass das zwei sehr unterschiedliche Begriffe sind. Ja, ist nicht dasselbe. Ja, sowieso nicht dasselbe, aber eben auch wirklich thematisch Unterschiede. Ne? Na gut, aber das können wir auch nochmal. Sehr schönes Thema, mein lieber Johannes. Ich glaube, wir hätten uns viel zu erzählen. Wir können alleine die Grundrechte hier mal erläutern oder wen auch immer. Ich wollte nochmal dich fragen, du hast ja vier Fächer genannt. Ja? Du hast gesagt Kunst, Deutsch, Russisch und Philosophie respektive Schrägstrich Ethik, Werte, Normen. Ja, was ist denn dein Lieblingsfach? Also das variiert tatsächlich, das ist nicht konstant gleich. Also kann ich wirklich nicht sagen. Also ich mache unheimlich gern zum Beispiel Deutschleistungskurs. Versuche ich eigentlich, dass ich ständig immer irgendeinen habe. Und da einfach in einer sehr umfassenden Weise mit relativ reifen Schülern, mittlerweile bis zur 13. Klasse, die sind ja schon quasi erwachsen, wirklich sehr, sehr interessante Dinge besprechen kann. Und weil einfach auch die deutsche Literatur so viel hergibt, ja, so viele interessante Werke. Selbst zum Beispiel, was sind die Werke, die du da gerne besprichst? Also ein großer Favorit von mir ist natürlich der Faust von Goethe. Der ist jetzt nicht mehr standardmäßig auf dem Lehrplan, aber er kommt auch immer mal wieder vor. So, ne? Also weil das Curriculum für die Oberstufe, das variiert immer so, alle zwei Jahre ein bisschen. Es gibt so einen Grundstock von Themen und Epochen, die da sein müssen, aber so wird mal dieses Werk vorgeschlagen, was man lesen muss und dann jenes. Aber es gibt dann auch immer noch welche, wo man frei wählen kann. Das ist so eine Mischung zwischen Wahl- und Pflichtprogramm. Das finde ich in Niedersachsen ganz schön gemacht. Da gibt es also durchaus auch noch Freiheiten. Aber selbst die dann vorgeschrieben sind, da habe ich auch noch nie ein Problem mit gehabt, weil ich einfach wirklich die deutsche Literatur so interessant und reichhaltig finde. Da hat man immer was von, wirklich. Warum? Was ist an der deutschen Literatur so besonders reichhaltig? Ja, also gibt ja auch Russen und Franzosen. Französische und russische und englische und viele andere wahrscheinlich genauso sagen, wo ich jetzt nicht so tief drin bin. Slawistik auch studiert habe und auch ein bisschen russische Literatur natürlich rezipiert habe. Also auch einiges, aber nicht in demselben Maße und in der Muttersprache, also so tief in der Muttersprache kann man natürlich keinen Text verstehen, da kann man noch so gut eine andere Sprache sprechen. Ich habe jetzt zum Beispiel auch während des Lockdowns auch durchaus ein bisschen auf deine Empfehlung hin La Peste von Camus gelesen, tatsächlich auch auf Französisch, um auch mal zu gucken, wie weit ist es denn noch her mit meinem Französisch. Und Camus ging, das war eine sehr schöne Erfahrung, es hat Spaß gemacht und so. Geht ja wesentlich glimpflicher hier aus im Moment noch in Deutschland. Wir haben ja alle erwartet, dass das jetzt eigentlich, sag ich mal, Science Fiction sein würde. Und bis jetzt sieht es ja noch einigermaßen gut aus bei uns. Das ist eine Nummer, was er da beschrieben hat. Ja. Aber genau, das macht mir auch Spaß, sowas. Aber so differenziert verstehen wie in der eigenen Muttersprache kann man es dann doch nicht. Jetzt muss ich doch noch mal zu Goethes Faust zurückkommen. Ich hatte mal so ein schönes Erlebnis in meiner ganzen Naivität. Ich bin in eine
Videothek gegangen und wollte den Film mit Gustav Gründgens ausleihen, den Faust, und habe gesagt, guten Tag, hätten Sie, ich hätte gerne Goethes Faust, der mich so ein bisschen aus... Ich kann dir übrigens leihen, ich habe ihn. Ja, ich habe ihn inzwischen auch, ich habe ihn inzwischen in verschiedenen Formen, es ist mein allergrößter Liebling, deswegen muss ich dich natürlich nochmal fragen, was macht es für dich aus? Nur kurz die Anekdote, es ging dann so weiter, dass dieser Mensch, der dort in der Videothek war, zu mir sagte, Goethes Faust, ha, 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 die eiserne Todeskralle, die könnte ich Ihnen leihen. Ja, furchtbar. Ich habe das erst gar nicht verstanden, was meint der Mann, aber ich glaube, er hat mich wirklich nicht verstanden. Ja, naja, aber egal. Was ist für dich Goethes Faust? Warum hängt dein Herz daran? Warum nimmst du ihn gerne durch mit deinen Schülern? Was bedeutet er für dich, Goethes Faust? Ja, viele Schichten. Erstmal ist er sprachlich einfach grandios und sehr vielfältig. Mhm. Es kommen alle möglichen Sprachebenen vor, ja, von absoluter Hochsprache bis zu allerderbsten Szenen, die teilweise sogar dann damals gar nicht gedruckt wurden und dann von Albrecht Schöne, dem Göttinger Germanisten, dann rausgegeben wurden, weil die so derb waren. Mhm. In dem Fall aus der Walpurgisnacht. Und aus dem Auerbachs Keller, wo in, uns in, ist auch, ganz an die Fahle schwul. Aber auf der Walpurgisnacht ist es dann derart pornografisch, dass das damals nicht gedruckt wurde. Ja. Und also einmal diese sprachliche Vielfalt, alle möglichen Versformen, die es überhaupt gibt, hat er da verwendet. Aber dann natürlich ganz primär auch die Thematik, die ich eben für unglaublich modern halte. Ja. Der Mensch ist auf der Suche nach Erkenntnis und Freiheit, aber natürlich immer auch auf der Suche nach der Liebe, immer wieder vor. Und es stellen sich ihm unfassbare Hindernisse entgegen. Und die hat er eben kristallisiert in dieser Figur des Mephistopheles, also des per se Bösen, des durch und durch Bösen. Ja. Und die Facetten des Negativen, des Bösen, die hat er einfach in einer so differenzierten Weise auf alle Lebensbereiche bezogen, dass man da immer noch und ich glaube auch in ein paar hundert Jahren noch sehr viel draus lernen kann für seine eigene Zeit. Also das Böse in Beziehungen, das Böse in der Wissenschaft, ja? Also der Irrtum, die Lüge, die Einseitigkeit, die Verbohrtheit oder der Schematismus, können wir alles tagtäglich erleben, wenn wir uns Wissenschaftler angucken. Dann das Böse in der Politik, also er geht ja dann im zweiten Teil an den Kaiserhof. Ganz besonders interessant das Böse in der Wirtschaft. Das gibt's und da wird es jetzt wirklich aktuell. Nein, das ist keineswegs eine platte Kapitalismuskritik, wo ich bei dir ja überhaupt nicht mit durchkommen würde. Überhaupt nicht, genau. Aber auch gern noch mal ein extra Stündchen dazu. Aber in diesem Punkt eben schon, sondern die Einflüsterung Mephistos für Faust, womit er dem Kaiser aus einer großen Geldnot hilft, und jetzt wird es wirklich aktuell, ist, du musst einfach Geld drucken. Ja. Und es wird so getan, als wäre das die Geburtsstunde des Papiergeldes, als hätte es praktisch, es spielt ja im Prinzip am Ausgang des Mittelalters, obwohl Dinge, die stattfinden, auch sehr modern sind. Mhm. Es hätte bisher nur praktisch Münzgeld, Goldgeld gegeben. Und er sagt, sag doch einfach, in deinem Reich sind doch überall Schätze im Boden. Teilweise echte Goldvorkommen, aber auch, was die Leute im Laufe der Jahrhunderte vergraben haben, immer wenn eine Krise war. Mhm. Und du sagst einfach, das gehört alles dem Kaiser und darauf stellst du Schuldscheine aus. Und das ist das Papiergeld. Und das ist ja noch eine Golddeckung, das ist ja noch sowas von seriös, wirklich, das ist immer lange, lange drüber weg, über solche. Genau. Und dann kommt das Helikoptergeld, wo heute ja viele drüber sprechen. Jeder kriegt mit vollen Händen und plötzlich sind scheinbar alle Probleme gelöst. Alle sind glücklich, die Wirtschaft springt an. Und dann kommt der nächste Akt, es ist Krieg. Und ich will das jetzt nicht im Detail ausführen, aber die eigentliche Aussage von Goethe ist dabei, eine unendliche Geldvermehrung führt in den Krieg. Ja, hat es ja historisch auch bewiesen, also mehrfach. Ja.
Oh, Das wei, finde oh, ich so wei. interessant, Das ist sehr ja. interessant. Ich muss ganz ehrlich sagen, Faust 2, da tun sich Lücken auf. Ich werde daran arbeiten. Vielleicht frage ich dich nochmal nach einem guten Tipp, wie man sich den erschließt. Ja, also ich Aber sage noch zwei weitere bitte, Themen, fasse mich aber bitte gerne. kurz. Nein, bitte gerne. Es ist Nur um zu hochinteressant. beweisen, wie unglaublich modern er ist. Dann gibt es einen Akt im zweiten Teil, der beschäftigt sich eigentlich mit Gentechnik. Da haben wir den Wissenschaftler Wagner, das ist immer so der Ja. Gegenpart zum strebenden Faust, Ja. der alle Erkenntnisgrenzen durchstoßen will. Es ist der eigentlich so ein bisschen der Spießer, der Engstirnige, aber erzeugt einen künstlichen Menschen und ist da unglaublich stolz drauf. Das ist praktisch das, was wir in der Gentechnik versuchen. Das hatte Goethe vorweggenommen. Und als letztes, das ist jetzt für uns interessant, als Belohnung dafür, dass Faust für den Kaiser den Krieg gewinnt, auch mit irgendwelchen ganz mysteriösen Waffen, die auf unnatürliche Weise funktionieren, könnte zum Beispiel eine theoretische Atombombe sein oder so, kriegt er einen Küstenstrich geschenkt. Und in der Urfassung, auf die Goethe sich bezieht, er hat die Geschichte ja nicht komplett erfunden, sondern es war eine mittelalterliche Legende, kriegt er die Herrschaft Emden geschenkt. Stell dir das vor. Das sagt Goethe da nicht, aber Goethe sagt, es ist ein Küstenstrich und er beginnt Landgewinnung zu betreiben. Er poldert. Nein. Wirklich. Das ist der letzte Akt von Faust. Und dann wird gezeigt, dass er so stolz ist, ein freies Land für freies Volk zu erschaffen. Er wird zum großen Techniker, Technikprat und er wird zum Großunternehmer. Also sowas Modernes, es ist faszinierend. Das ist wirklich sehr faszinierend. Hättest du einen Zugang, den du empfehlen könntest? Doch nimm dir einfach das Buch und lies das oder irgendwie anders? Ja, also das würde ich durchaus auch sagen. Nimm das Buch und lies das, weil das geht wirklich immer. Goethes Sprache ist ja auch immer sehr klar und man kommt da schnell rein. Es ist nicht so wie, keine Ahnung, Kafka oder teilweise auch bei Schiller, wo man richtig Schwierigkeiten hat, reinzukommen in den Sprachfluss. Das bei Goethe ist es immer ganz einfach und klar. Man kommt rein. Trotzdem kenne ich viele Leute, die diese Bildungslücke haben, so Faust 1, jawohl, und Faust 2, naja. Aber trotzdem noch ein sehr guter Tipp. Es wurde ja bei der Expo 2000 in Hannover, hat der Peter Stein, ein großartiger Regisseur, den kompletten Faust ohne einen einzigen Vers zu streichen inszeniert. Und ich habe das damals, er hat es in Hannover auf der Expo und in Berlin gezeigt, mehrfach. Und ich habe es einmal in einer dreitägigen Marathonsitzung mir angeguckt. Also das ging dann wirklich mittags los und bis tief in die Nacht und mit Esspausen und alles ganz, ganz toll und großartig. Und das gibt es auch als DVD, das habe ich auch. Das ist auch eine super Möglichkeit, weil eine ganz tolle Inszenierung, wirklich. Also das hätte ich ja gerne mal. Ich weiß nicht, ob du das verleihst oder ob das irgendwie auch, Doch, das kann ja, ich durchaus würdest du verleihen. verleihen, wenn ich dann mal in die Großstadt Emden komme eines Ja, Tages. die Wo, Herrschaft Emden. in die Herrschaft Emden. Also das ist ja wirklich sehr, sehr spannend. Ich hatte gehofft, dass ich dich so ein bisschen auf Goethe, ja, wie soll ich sagen, treffen kann zum Thema. Wobei interessant ist auch manchmal, das liest der eine das Buch und das liest der andere das Buch. Für mich war das immer eine Geschichte über den inneren Konflikt von Männern. Wenn man den ersten Teil, du meinst die Gretchentragödie Ja, oder wie? sicher, genau, die Gretchentragödie, nicht? Wo man also wo weiß, es gibt so diesen Teil von Männern und es gibt den anderen Teil von Männern. Das ist der andere Teil, ist der, der nach dem Erkenntnisgewinn strebt und der es dann eben doch nicht lassen kann, wenn da so ein junges Gretchen irgendwie vorbeiläuft. Und dass da selbst ein Goethe, also ein Faust, ein Dr. Faust, dass selbst so einer da fällt, ja. Ja. Das finde ich ist eine schöne Zusammenfassung. Eine sehr schöne Zusammenfassung. Also insofern, ich habe das gar nicht so sehr gegen dieses Böse genommen. Und ich habe auch Mephisto, glaube ich, nie verstanden. Ich hoffe, wir können uns da nochmal irgendwann weiter darüber unterhalten. Weil, ja, darum besser wäre es, wenn nichts entstünde, dann, wenn es denn doch zugrunde geht. Das klingt, also ich finde, Mephisto ist so oft auf der Seite von uns.
Ist das denn deine Lebensauffassung oder deine Weltanschauung? Und besser wäre es, dass nichts entstünde. Nein, nicht ganz, aber zumindest würde ich von so einem richtigen Teufelchen erwarten, dass er sagt, aha, super, da entsteht wieder was, dann können wir wieder was kaputt machen. Weißt du, diese Spaß an der Zerstörung, nicht, und nicht dieses Schutznehmende, besser ist, wenn es gar nicht entsteht. Ja, das finde ich irgendwie ganz schön nett für so einen kleinen Teufel. Ach so, ja. Okay, aber das ist natürlich schon eine super pessimistische Weltanschauung. Ja, und Mephisto hat unendlich viele Facetten. Ne? Also er hat, das ist eine Äußerung von ihm, und er hat sehr, sehr viele. Also sein Wirken ist so vielfältig. Ja. Das ist schon spannend. Das ist schon spannend. Ja, Johannes Thiele, jetzt könnte man natürlich nochmal die anderen Schulfächer eben durchgehen, aber ich denke, wir haben da wirklich zwei sehr interessante Dinge gestreift, und ich hoffe, dass wir wirklich an dieser Stelle in ähnlicher Form mal ein Gespräch über Goethe fortsetzen können. Ja, denke ich doch. Das ist auch Weltklassik, aber eben nicht am Klavier. Eben. Also, wenn was Weltklassik ist, dann Goethes Faust. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Ich bedanke mich auch. Ich möchte mich auch noch jetzt in diesem Moment ganz herzlich bedanken bei denen, die jetzt hier zuschauen und die so nett sind, sich an den Produktionskosten zu beteiligen. Denn alles, was sie da beitragen an Produktionskosten, was hier ankommt, das wird 1:1 an die Pianisten weitergereicht, die im Moment ja nicht so viel spielen können, wie sie das wohl ganz gerne täten. Also insofern ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen und eben auch fürs an Produktionskosten beteiligen. Also, bis bald. Tschüss. Tschüss. Tschüss.